Ja, hallo Freunde der Spiegeltour und willkommen zurück bei Anno 2205. Sind offenbar erfüllt. Wie man sieht, haben wir die Bedingungen erfüllt für... Dass ich das Büro verlassen habe, sollte Ihnen zeigen, wie wichtig dieser Auftrag ist. Die Logistikgeschichte, also wir hatten immer eine Überproduktion von Methan. Jetzt holen wir mal die Leute da weg. Dadurch werden wir nämlich dann nochmal 100 Logistik hier bekommen. Wir wollen ja auch die ganzen Nebenmissionen fertig machen. Nach bestimmten Verbrauchsgütern. Jedenfalls ich will das. Was ihr wollt, ist nicht wichtig. Ausgezeichnete Arbeit. Ich werde sie weiterempfehlen. So, was ist der letzte? Wir müssen nur die Sprengung machen wieder, ne? Alles ist frei. Auch mit zwei funktionierenden Kanälen erfüllen wir kaum die Nachfrage. Seaman International wird die Errichtung eines dritten, kürzeren Kanals vorbereiten. Sie hören von mir. Gerne doch. Mach, was du willst. Roger. Wir müssen erstmal... Die haben zu wenig Drinks. Die brauchen genau einen mehr. Verarbeite Informationen. Genau, schick einfach schon mal Profil wird aktualisiert. Das gesamte Deuterium hoch. Die Luxusnahrung und so weiter sollte okay sein. Energie haben wir ein Plus. Obwohl ich nicht weiß, was ist, wenn ich... Ihre Aufmerksamkeit auf unsere Zusammenarbeit. Wenn ich die Gaskraftwerke hier abreiße oder sowas, ist ja auch irgendwie kacke, ne? So, den Überschuss brauchen wir nicht mehr. Weil ich brauche ja die Wärme, um meine Produktion aufrechtzuerhalten. Oh, nehmen Sie Rettungsboote auf mit Ihrem Fahrzeug? Ja, okay. Ein Eisbrecher ist beim Versuch gesunken, einen Kanal zu öffnen. Einige Überlebende haben es gerade so in die Rettungsboote geschafft. Und wir wissen nicht, wie viele es nicht gelungen ist. Da liegen die Eisbrecher. In der Arktis. Achso, ich soll die einfach bei mir ins Lager schmeißen. Danke, dass Sie uns gerettet haben. Einen Augenblick lang dachte ich wirklich... Volle Kraft! Mir wurde was dachtest du? Dass ich Sie hier finde. Ich habe einen Auftrag, der Ihre Kragen weiterhaben sollte. Das haben wir alles schon erfüllt. Da müssen wir die 15 Minuten abwarten. Obwohl, ich könnte das Fusionskraftwerk entfernen und dafür... anfangen, die Neuro-Produktion aufzuziehen. Neuromodualfabrik. Weil es halt genauso erhitzt. Wir brauchen ja nur Molybden. Wie sieht da die Pluswerte aus? Gerade nicht so dolle. Dann brauchen wir eine weitere Molybden-Mine. Nur zu. Molybden... Ich hoffe, es ist richtig. Also nicht, dass ich die Mine baue, sondern dass ich Molybden richtig sage. So, 33. Dann Schiffskraftwerk. Du kostest auch nur... Geld. Genau, reiß mal das Stück hier hinten ab. Thank you.
schicken wir den noch ein bisschen rüber. Dann können wir nämlich noch einen weiteren dran setzen. Dann sollten wir das maximal erreicht Warnung. Haben, oder? Boy. Energiebedarf nicht länger denkbar. Unglaublich. Ja, dann setzen wir den letzten halt so um die Ecke. So, die können alle ein bisschen näher ranrücken. Ich weiß, Energie ist schlecht. Machen wir aber, ändern wir jetzt. Gehen wir bis 1000 plus daran. Ich kann leider noch nicht mal sagen, ob ich zurzeit schnell bin oder langsam. Wahrscheinlich bin ich so ein Mittelding. Proof ist mittelträge. So, dann reißen wir das Stück hier ab. Schieben die Gebäude noch rüber. Ihr merkt übrigens, wie ich mich sträube davon, in der Arktis irgendwelche Bevölkerungsgruppen abzugraden. Boah, da können wir hochgehen bis 8. So, ihr könnt gern darüber, dann ist euch wieder warm. Ja, und die eine Molybdenmine reicht nicht. Wir brauchen leider noch mehr. So, da haben wir plus 23, jetzt haben wir 40. Dann werden wir mal die Handelsroute erweitern. Und es reicht gerade ebenso. Es reicht nur gerade ebenso. Ich krieg die Krise. Ich muss mehr von der Arktis ausbeuten. Jetzt lasst mich doch mal eben... Ja, Quantencomputer-Replikatoren, weiß ich. Da oben müssen wir nur abwarten gerade. Auf der Insel sind nur 3 Bauplätze, die haben wir alle eingenommen. Dann komm mal her, Kommandoschiff. Dann müssen wir noch die anderen Inseln einnehmen. Generell muss er eh am Ende alle haben. Dann werden wir nämlich direkt die Molybdenproduktion noch weiter steigern. Ich dachte, wir hätten was Besseres zu tun. Sehr vorausschauend. Ein weiterer Firmensitz in der Arktis wird sich als nützlich erweisen. So, da haben wir dich. Dann können wir ein weiteres Kraftwerk abreißen und dafür auch eine weitere Produktion von den Augen starten. Dann reißen wir den hier noch weg. Warnung! Energienetz überladen. Ja, ja, ändern wir gleich. Bleibt ganz cool. Es gibt mehr als genug Energie auf dem Mond für euch. Objektprofil wird aktualisiert. So. Sonst haben wir nämlich gleich direkt wieder Bedarf.
Du kannst ruhig ein Stück weg. Du ein Stück runter. Es sieht auf Distanz aus, als wenn die bösen Antarktis-Leute einen Pinguin an einen Wetterballon gefesselt hätten und die dann einfach hochgejagt hätten als Belustigung. Wenn man nah rangeht, sieht man natürlich, dass es ein Eisbär ist, aber... Passt schon. So, schicken wir den ein bisschen rüber. Ha! Wusste ich's doch. Ist doch ein kleines Pünktchen zu nah dran. Sie beim Wort. Kannst du gerne tun, worum es auch immer geht gerade. So, noch einen weiteren Gemeinschaftsraum. Ja, es fehlen Algen, wie immer. Algen sind die arktischen, ist das arktische Wasser. Echt super ätzend. Oder Fisch. Fisch ist auch super ätzend hier. So, plus 4 Algen. Genau, der Methanabbau hier, den könnten wir eigentlich auch jetzt abreißen. Weil wir haben 2 der Gaskraftwerke abgerissen, also sparen wir hier einiges ein. Können aber die Fischproduktion ankurbeln. So, der war voll damit. Hier war auch erstmal voll. Wenn wir die ein bisschen rüberziehen würden, würde es dann auch wärmer sein. Aber ich glaube, ich mache einfach eine weitere Fischproduktion für Konserven hier vorne und dann setzt er sich halt dahinter fest. Mit den Produktionsstätten. So, Grenze erreicht. Alles gut. Und wir haben noch die Möglichkeit, hier das ein oder andere Gebäude zu bauen. Auch wenn nicht optimal. So, setz sie ruhig da hin. Hier ist auch noch ein bisschen Platz. Wie man sieht, ich versuche jetzt gerade wirklich die Arktis nochmal ein bisschen auszubauen. Bitte nicht schlagen. Ich habe nur beste Absichten. Nur zu. Und guck mal, meine Credits. Ist natürlich jetzt auch dadurch, dass ich die Augen runterliefer, besser geworden. Aber wir brauchen jetzt zum Beispiel auch noch hier die Pharmalabore. So, wie sieht das aus von der Hitze hier in der Mitte? Nicht 100% deckend, also setze ich die mal nach außen und dann versuchen wir ein Pharmalabor hier rein zu pfeffern. Vier. Wie viel dürfen wir? 6. Machen wir es einfach so. Dann sind wir auf plus 12. Algen sind auch im Ausgleich. Können wir hier noch das Häuschen dran setzen.
und bis oben an den Rand den Aufbau durchziehen. So, der darüber. Die Straße abreißen. Ich muss immer mein Mikro vorbeigucken, um zu sehen, welche Taste ich drücke. Es gibt aber anscheinend nur wirklich zwei Stufen von Bewohnern in der Arktis. Was fehlt euch? Vitamindrinks. Ich dachte schon, es fehlt irgendwas Schlimmes. Sortiere Daten. Da hinten fehlt auch noch Gemeinschaft. Nur mit der Gemeinschaft seid ihr stark. Schaut euch unsere kleine Gemeinschaft an. Sie ist überall schön und dann... Verdammt. Was war es überhaupt? Drohnenstock, ne? Ein großer Mangel an Gemeinschaft gibt es hier. Plus 110. Großer Mangel. Wäre es da nicht minus 110? Großer Mangel, plus 116. Hm, da scheint wohl ein Fehler drin zu sein. Aber ist erstmal okay. Ausgezeichnete Arbeit. Ich werde so. Sie weiterempfehlen. Sehr viel Superlegierung eingesetzt. Da? Gut, dann hat die Reise sich gelohnt. Wie wäre es mit einem kleinen Projekt? Hm. Oh, tut mir leid, ich war in Gedanken. Wieder ein bisschen Bedarf nach Vitamindrinks. Da kann ich einfach auch ein bisschen mehr mal rüberschicken. Objektprofil wird aktualisiert. Von allen anderen haben sie ja im Moment genug. Was ist die nächste Mission? Folgen Sie dem Drohnensignal. Volle Kraft voraus. Komm. Ich krieg echt Augenschmerzen von der Arktis. Vielleicht liegt es an meinem Monitor, ist ja zu hell eingestellt oder so. Aber wenn ich hier zu lange in dem Gebiet bin. Sind unterwegs. Oh, ich habe den abgekoppelt. Egal. Bestätigt. Volle Kraft voraus. Warum auch immer ich eine Drohne brauche, um kaputte Fahrzeuge einzusammeln. Ganz vorzüglich erledigt. Ich hatte gehofft, Sie hier anzutreffen. Und jetzt hoffe ich, dass Sie an einem kleinen... habe ich schon alles erfüllt. Bitch. Bin schon besser, als du dachtest. So, weil uns einfach das Graphit gerade fehlt. Beziehungsweise den Bauschaum. Kaufe ich den einfach mal von dem Händler. Toll, jetzt habe ich den gekauft, um noch zwei weitere Gebäude auszubauen, weil dann ist das Verhältnis von normalen Gebäuden zu den Gebäuden durch. Ich baue noch ein bisschen die Lücken rein. Da wird es nicht ausreichen mit der Wärme. Hier unten auch nicht. Hier oben können wir noch einsetzen. Hier könnten wir eigentlich ihn runtersetzen. Ihn auch. Und dann haben wir nämlich hier oben ein bisschen Platz. Um noch zwei, drei Gebäude hinzusetzen. Hier haben wir ein bisschen Platz.
Obwohl es hier auch besser ist, von der Seite ausgehend das aufzubauen. Also, da kommt das nächste. Hier können wir noch eins setzen. Da ist noch Platz für ein Gebäude. Hier passen zwei, da passt einer. Jetzt im Nachhinein denke ich so, ich hätte die Arktis schon viel früher weiter ausbauen können. Das wäre gar nicht so schlimm gewesen. Ja, okay, die hier unten wollen ein bisschen geheime Wissenschaft haben, das Hochsicherheitslabor. Luxusnahrung fehlt jetzt auch. Wir haben ja auch einiges ausgebaut. Und es fehlt natürlich wieder an Stimulanzien. An bestimmten Gütern. Nur zu. So, bauen wir hier oben wieder ein Pharmalabor. Ich schicke dir mal die Straße von oben lang. Dann haben wir ein bisschen mehr Platz, ich verlasse mich auf dich. Nachher dran zu bauen. Sehr schön, da haben wir die 6. Na? Setz den. So, dann brauchen wir wieder Gemeinschaftsraum. Die klare Luft. Fehlt euch gerade irgendwas? Nö. Deshalb gradet mal ab. Den müssen wir auch noch irgendwann einreißen. Es fehlt an Konservenfutter. Hier waren zwei, ja, komm. Oh, was eine Arbeit. Was eine Arbeit. Aber noch nicht so schlimm wie Straßen bauen bei City Skyline. Beziehungsweise eine vernünftige Kreuzung. Da habe ich schon mehr geflucht. Ach, deshalb fehlt die Gemeinschaft. Ich habe nämlich den einen hier gar nicht mehr mit der Straße verbunden. Achtung, Mangel an Transportern beeinträchtigt Produktion. Nicht nur das. Auch Mangel an Energie beeinträchtigt Achtung, die Produktion. Mangel an Transportern beeinträchtigt Produktion. Und Mangel an guten Lebensmitteln beeinträchtigt die Produktion. Sortiere Daten. So, plus 2 Farmer. Dann machen wir es hier oben. Müssen wir mal schauen. Okay, einmal dieselbe Länge. Ich setze jetzt das schon mal, dann kann ich das nämlich besser sehen. Einmal sich selbst um die Länge und dann plus 1. Dann ziehen wir den noch ein bisschen hoch. Dann können wir nicht am optimalsten daran die Gebäude bauen. Wenn es jetzt gerade nicht so doof ist, dass hier unten diese Schlucht ist. Es ist notwendig.
Ach, mir fehlt der Bauschaum wieder. Oh, hey. Alles cool bei dir? Ha. Du weißt, wie man handelt. Wir können gleich wieder wechseln, weil ich habe eh von dem Bauschaum viel zu wenig. Deshalb können wir hier produktionstechnisch nicht mehr viel machen. So, Algen. Ich hasse dich, ich hasse dich. Weil ich immer so viel produzieren muss. Weshalb sind wir am Anfang nochmal hergekommen? Eigentlich nur, um die Neuroimplantate zu bauen. Stattdessen haben wir erstmal unsere Bilanzen hier verbessert und auch bedeutend mehr Einwohner auf die Arktis gebracht. Fast 8000 Wissenschaftler. Ja, da haben wir ein Transportproblem. Haben wir wirklich hier das Transportproblem oder woanders? Na, das Transportproblem ist nämlich hier und nicht da unten links. Der hüpft manchmal zur falschen Insel. Oder Arsch. Spiel ist ein A-Loch manchmal. Das reicht alles nicht. So, in dem Sinne sieht meine Arktis zurzeit so aus. Geh mal weg mit deinem scheiß Infotext. Ist auch schon ganz schöner Wulst an Arbeit drin gewesen. In dem Sinne, an der Stelle sage ich einfach Tschüss, bis zum nächsten Mal, Freunde der Spiegeltour, wenn wir wieder zur gemäßigten Zone rübergehen und da Ordnung schaffen. Vielleicht halten wir auch mal die 50.000 plus. In dem Sinne, bis dahin, tschö, euer Doc.